die auch verwirklicht werden. Aber nur im Kopf. Also gut, du fängst jetzt die Dinge an und dann hast du eine Geschichte. Und wenn das ein geiler, spannender Roman ist, ein Krimi ist, jetzt müssen wir schon was du nämlich Folgendes feststellen, was du gar nicht feststellen kannst. Da ist nur ein Geist, der in seinem Kopf einen Film laufen hat. Und irgendwann einmal kommt was, was dir dazugehört. Klingelingeling, dein Handy klingelt. Okay, dein Handy klingelt. Und du schreckst hoch. Und jetzt sitzt wieder der Roman da, du hast das Buch in der Hand. Und du bist auf der Seite 100. Und jetzt frage ich dich, hast du jetzt 50 Mal umgeblättert? Und du warst wie eine Maschine, sagen selbstverständlich. Ja, logisch. Aber du weißt dir, du konstruierst Vergangenheit. Wir wissen das ja schon längst, Alex, ne? Und man dachte, wir müssen die alte Geschichte nochmal erzählen. Für irgendjemand ist immer gut, ne? Und das, wenn man es immer wiederholt, da muss man dranbleiben. Ansonsten hast du dein Leben, dein eigenes Leben. Das heißt, du bist jetzt da und es löst sich auf. Und dann wirst du wieder mit dir allein sein, mit dem Tierchen, das du rund um die Uhr beobachten kannst. Und ich sage, an dem Leben wenn wir nichts verändern. Wir können bloß lernen. Laufen lassen. Du lernst permanent. Und man will dann, dass sich was verändert. Ich muss jetzt für die zwei Buben, ihr seid gerade erst gekommen, oder? Mhm. Also meine Frau auch, aber... Das ja, ich habe mal schwer davon, dass du die nicht im Stich lässt. Mein Weltbild mitgebracht. Ja. Das Weltbild, ne? Das also hier, man will mal, dass sich was verändert. Ich sage, schau doch, jetzt verändert sich doch eh jeden Moment. Jedes Geräusch, das du jetzt neu hörst, ist eine ständige Veränderung. Die Scheiße ist, dass es sich nicht so verändert, wie deine Logik das von mir, dass sich das verändert. Aber wie definiere ich denn Veränderung? Also wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin und weiß ich, wenn ich einen neuen Job will und ich verändere das, weil ich 10 Jahre selber mache, dann ist es ja... Verändern ist einfach nur der ständige Wechsel von Informationen im Hier und Jetzt. Aber dann drehst du dich wie ein Axt in ein Laufrad, weil du in dem Käfig deiner Logik bleibst. Die Ziele, die du anstrebst, die werden irgendwann einmal unwichtig. Du lässt es einfach laufen und wenn du es laufen lassen würdest, das ist, lebe dein Leben, nehme dein Kreuz auf dich. Das sind diese Sätze, das immer wir, das Ildi gestern war ein schönes Beispiel, die sagt, ja, ich habe eine Frage, so ich... Du wirst jetzt mit Sicherheit ein Ja oder Nein antworten, ich brauch's mich gar nicht fragen, weil ich dir da keine Antwort drauf gebe. Ich werde jetzt gern da bleiben, aber ich habe morgen Abend Nachtschicht. Und da soll ich jetzt, willst du wissen, ob du da bleiben sollst und ob du fahren sollst. Ja, man muss ja Prioritäten setzen. Ich sage, die Priorität wäre bestimmt, was die Priorität ist. Ich sage, was ist wichtiger? Ich sage, das Einzige, was wie ich ist, was wichtig ist, das ist der, der das jetzt anschaut. Und der hat kein Problem. Der schaut ganz einfach, wie das Ildi sich entscheidet. Und was er sich mit der Entscheidung einhandelt. Und da kannst du jetzt schon abwiegen. Ich sage, ich kann dir doch nicht sagen, wie jetzt deine Arbeitsstelle darauf reagiert, wenn du nicht hingehst. Ob jetzt das Wichtige ist, was der Udo erzählt, das, was ich zurzeit erzähle, Alex, du weißt es, das habe ich schon immer erzählt. Ja. Was wichtig ist, ist die Wiederholung. Dazu brauchst du aber den Udo nicht. Stimmt oder stimmt? Lebe es im Alltag. Ich sage, da fährst du wahrscheinlich besser, wenn du dann lieber heimfährst, weil da was Neues, die Kleinigkeitsmomente, es ist immer das Loslassen. Selbstverständlich könntest du loslassen. Ob du so weit bist, musst du wieder selber beobachten, dass man wirklich loslässt. Also immer, was ich jetzt als Udo suche, wie ich 96 Mal Studio und alles hingeschmissen habe. Aber da ist kein Kaufmannsdenken gewesen, sondern ganz einfach, dass du erkennst, dass das vollkommen Neue nur entsteht, wenn du das Alte verlässt. Für dich der Satz, wenn du lernst loszulassen, hast du 2 Hände frei für was Neues. Aber da muss es vollkommen neu sein. Und das passiert, wenn du so weit bist. Das ist wie mit der Pubertät. Da gibt es keine Technik. Du musst es geschehen lassen. Die totale Wandlung. Und du wirst in der Selbstbeobachtung merken, dass man doch an den alten Strukturen festhält. Was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Was vollkommen Neues kannst du mit deiner Logik nicht fassen. Das musst du geschehen lassen. Das erfordert immer die komplette Wandlung. Ein Schulkind ist was ganz anderes wie ein Säugling, der in einer vollgeschissenen Windel liegt. Und das passiert. Also mach dir keine Gedanken für das, was passiert. Du wirst die Auflösung von dir selbst. Bist du das, was du zu sein glaubst, wirst du dich doch eh laufen lassen. Das ist das, wenn sich einmal installiert, hast du keine Angst mehr. Ansonsten lebst du dein Leben. Das haben wir gerade, wie ihr noch nicht da wart, habe ich gesagt, jeder in dem Zwang, was Besonderes sein zu wollen, betreibst du Konformismus. Das heißt, du wirst in einer Selbstbeobachtung, und ich kritisiere nicht, ich beschreibe, wenn ich jetzt euch anschaue, das war unser Thema gestern, dass jeder uniformiert ist, wie innen so außen.
Das heißt, es ist rein dein Charakter, wie innen ist außen, es zeigt sich. Ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist, es ist das. Geh auf eine Esoterikmesse. Dann wirst du feststellen, die Leute, die da angezogen werden, die sind alle uniformiert, plus minus. Geh auf Musikermesse, habe ich früher gesagt. Dann gehen wir in die Halle. Ich war ja alle Jahr auf der Musikermesse in Frankfurt. Vor 25 Jahren. Da gehe ich in die Halle rein, wo hier Elektro-Gitarren sind oder PA-Technik. Dann gehst du in die Halle rein, wo die klassischen Musikinstrumente, die Geigen, die Violinen sind. Wenn ich Leute rausstanze und lege die 100 Mann, da sage ich dir genau, die kommen aus der Halle, die kommen aus der Halle. Die kommen aus einer Esoterikmesse, die sind aus einer Sexmesse. Das sind Nerds, das ist hundertprozentig die Computermesse. Bei einem, den ich raus soll, geht es nicht. Aber da ist ein arithmetisches, die gausche Glockenkurve, wirst du merken, schon 100 Mann reichen aus und du kannst genau sagen, wo die sind. Geh mal in ein Jazzkonzert rein. Da gehst du mal auf Bayreuth und schaust, was da für Leute reingehen. Die Kleidung, das ist alles uniformiert. Und es ist, ich beschreibe einfach nur. Und das gilt auch für dich selber. Den Udo, den du jetzt siehst, wenn du einen Udo gesehen hättest vor 30 oder 35 Jahren, dann hätte ich da wahrscheinlich ein 40.000 Mark Uhr angeblinkert, mit Goldkettchen drum, boah, schrubst mich. Da muss man rauswachseln. Dann stellst du fest, das bin ich noch mal. Dann wäre auch 8 oder Porsche Turbo vor der Tür gestanden und du meinst, du bist dann Leute. Irgendwann, wenn dein Geist weiter wächst, jetzt mache ich extra immer Geschichten, ihr wisst in der Vergangenheit, das Leben ist es, das ist auch mit dem Interesse. Ich habe natürlich eine Harley in der Garage gehabt. Ein Triumph übrigens auch. Mit thailändischem Wasserbüffelleder. Extra anfertigen lassen. Das willst du dann, das ist alles, das ist es nicht, das ist es nicht. Solange dich über das Zeug definierst, über das Aussehen, über die Maskierung. Und das sind Phasen. Das sind einfach viele Bücher im Bücherregal, Alex. Ich sage immer, ich spiele mit meiner Barbie-Puppe. Das ist richtig. Auto, ja. Das ist das, was es wirklich ausmacht. Ich sage immer wieder, was nicht alle erleben dürfen, Partnerschaft. Und da ist nicht, dass man einen anderen zu haben will, sondern dass man merkt, das ist irgendwas, da ist eine andere Ebene da. Und egal was es ist, es hat immer, egal wer du zu sein glaubst, du hast es in der Hand, zu lieben, und zwar nicht nur dann zu lieben, wenn der andere so ist, wie ich ihn haben will, sondern wenn ich was kriege und ich liebe das so, wie es ist, auch wenn meine Logik aufschreit. Was ich verändern soll, ist nicht den anderen, sondern meine Logik. Ich kann aus jedem Scheißdrecksfilm, der läuft, einen super Film machen oder einen interessanten Film machen. Ein Film ist einfach nur Roman. Wenn ein Film läuft und dein Leben ist ein Film, der läuft, es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Und wenn das, was du siehst, sind ja die Interpretationen deine Schwammen hat. Und du hättest die Freiheit, aus jedem Scheißdrecksfilm einen guten Film zu machen oder einen interessanten Film zu machen. Ich wiederhole nochmal vom Bleinfeld-Vortrag. Verändere das, was du verändern kannst. Ertrage demütig das, was du nicht verändern kannst. Das Wetter zum Beispiel. Und strebe nach der Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und wenn du jetzt in deine Welt die Figuren in deinem Traum anschaust, alle, durch die Bank alle, sind nur bemüht, das zu verändern, was sie nicht verändern können. Und das, was sie verändern können, das wird nicht angetastet, als wenn es zu heilig wäre, dass man das überhaupt in Frage stellt. Das ist der eigene Glaube, der eigene Schwamminhalt, der gar nicht dein Glaube ist. Das ist etwas, was du im Führerscheinprüfungsprogramm, das du vorgesetzt bekommst. Keiner will seinen Glauben verändern. Die wollen alle, dass die anderen den Glauben verändern. Und jetzt kommt, ich muss für die zwei von gestern, pass auf, ein Denker, der sich an Gedanken denkt, Roman, muss dir eins, ich nenne jetzt das einmal nur Gedanke. Der Einzige, der diesen Gedanken verändern kann, ist der, der sich den Gedanken denkt. Jetzt setze für das Wort Gedanke das Wort Information. Jede Information, die ein Denker in sich aufwirft, kann nur von dem Denker verändert werden. Jetzt setze für das Wort Gedanke das Wort Mensch. Jeden Menschen, den du dir ausdenkst, der existiert in dem Moment, wo du ihn denkst, und der ist genauso, wie du ihn dir denkst. Und nur du könntest ihn verändern. Aber der träumende Geist selber, der kann nichts verändern. Der muss das denken, was er denken muss. Weil der ja auch schon wieder ein Gedanke ist. Das ist der Doppelschritt. Und wenn du den gegangen bist, dann, wenn du das Programm veränderst, den Computer, dann können die Bilder verändert werden. Solange du die Bilder auf dem Bildschirm verändern willst, das geht nicht, wenn du nicht weißt, wie das Programm zu verändern ist. Das ist eine simple Logik. Aber jetzt sage ich, wieso willst du die Gedanken verändern? Dann bist du schon wieder blindes Arschloch. Du musst diese vielen unterschiedlichen Gedanken wie ein Puzzle drehen und wenden und zusammensetzen. Das ist Holo-Feeling. Die verändern man nicht, die Puzzlestücke. Jeder Gedanke ist ein wichtiges kleines Teilchen vom Heiligen Ganzen.
Das ist das Prinzip von Holofilm. Das kann man nur ganz alleine spielen. Und zwar, während du deine Rolle spielst. Also lass, war noch nie, Alex kennt mich jetzt lang genug. Es war nie mein Bestreben, irgendjemand was zu verändern. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und wenn du das dann anfängst zu verstehen, dann wirst du was verändern können. In dir. Und dann wird sich das dann mal dein Interessensbereich verschieben und dann ist alles, was du jetzt meinst, was du anders haben willst, lächelst du bloß noch drüber, weil dir das am Arsch vorbeigeht. Ansonsten spielt das Besondere, was du schon bist. Weil jeder ist was Besonderes für sich. Zumindest der Schöpfer von einer komplett eigenständigen Raum. Und wenn du dann mehrere Bücher gelesen hast, kannst du dich überall reindenken. Was einer, der nur sehr eng ist, das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich kann mir die Freude an Rockmusik nachvollziehen. Ist immer Zeit, es spielt aber keine Rolle. Wo gesagt, unser, übrigens, die LB von dir, bei meinem Laptop, ich habe ja schon ewig keine CD mehr reingespielt, genau Child in Time, das letzte Lied, kann er da, spinnt mein Laufwerk, kann er nicht auslesen. Ist aber wurscht. Ich kann damit leben. Deine zwei sind reingegangen. Oh, okay. Wir haben aber auch mal Child in Time gecovert. Ja. Auf dem Contest. Ja, dann geht's gar nicht. Ja, ich komm. So. Was für eine schöne Kulisse ich mir rausträume. Das ist nur, alles ist schön. Aber es ist eine Währung, da hängt schon wieder das Programm mit drin. Ist mir wurscht. Ich werde auch immer, wenn ich spazieren gehe, ich sage dir, Inge, das ist, ich laufe und laufe und dann, wenn ich hier jetzt die Wilsburg hochlaufe und dann stelle ich fest, dass ich überhaupt nicht gerne den Berg hochlaufe, da kriege ich immer keine Luft. Und wenn ich dann wieder runterlaufe, das kotzt mich noch mehr und dann tut mir die Klima so weh. Aber was ganz schlimm ist, auf der Graden, das finde ich so extrem langweilig. Man kann immer runterhin. Du kannst es aber auch anders sehen. Aber egal wie du siehst, positiv oder negativ, es bleibt entheiligt. Heiliges Sehen heißt, dass du einfach nur schaust. Ja. Das, wo ich sage, der Doppelschritt, der Beobachter von dem Tierchen, ist vollkommen wertfrei. Schon wenn du jetzt sagst, ist das schön, ist schon eine Wertung. Ist schon ein Filter da, eine Wertung. Wenn du der, was der jetzt schaut, wie die, das Eheprogramm dieses Bild als schön definiert, und ich definiere das nicht mehr, dass du das als schön definierst, sondern ich sehe einfach nur, was ist. Jetzt bist du auf der Höhe. Oder du musst beim Berg runtergehen, mal rückwärts gehen. Jetzt kommt's. Dann sieht ja nichts mehr. Rückwärts runter, tut nicht weh. Zwar denken alle, du bist gaga, aber macht ja nichts. Einfach auf die Seite kippen und runterrollen. Dann ist sowieso gaga. Hm? Ach ja. Katzenvieh. Der Endpunkt. Ich wollte nicht. Eine Muschi. Fressmaschine. Ein Stück Fleisch aufgehoben von gestern, was übrig geblieben ist. Fressmaschine. Und was heißt jetzt der Endpunkt wirklich? Dieses Soft, das Einsoft. Nein. Jetzt soll ich immer wieder wissen, um was zu beschreiben. Okay. In der jüdischen Kabbalistik, und ich sage immer wieder, ob du den chinesischen I Ching nimmst oder die Astrologie nimmst, das ist ja immer, es sind eigentlich wie verschiedene Textverarbeitungsprogramme, die dieselben Bilder aufwerfen können, aber im Hintergrund mit einer anderen Arithmetik arbeiten. Und wenn man den Sephirot-Baum mal nimmt, diese jüdische Mystik, die übrigens auch die Mystik im Judentum, die wir uns jetzt ausdenken, haben keine Ahnung von der Wirklichkeit, schon aufgrund der Tatsache, dass jeden, den du dir ausdenkst, von dir erschaffen wird und der nur so viel Ahnung haben kann, wie du denkst, dass er hat. Das ist das Spiel, musst du verstanden haben. Das ist so immer mein Ernst. Darum wiederhole ich das. Erheb, hab einmal das Bewusstsein, dass dir klar sein muss, dass niemals irgendein Gedanke oder eine Information mächtiger sein kann, wie der, der sich den Gedanken denkt. So, jetzt denken die Politiker. Jetzt denken die Illuminaten. Und dann schau bei den Worten, je nachdem, was dein Programm hergibt, wenn du Esoteriker bist, aufgestiegene Meister. Gott! Stell dir jetzt erst einmal die Frage, wer erschafft jetzt den ausgedachten Gott und wie stellst du dir den vor? Unheimlich mächtig. Ja, wie mächtig muss dann der sein, der sich diesen unheimlich mächtigen Gott ausdenkt?
Du hast im Blindfeld, wenn ich immer wieder sage, wenn du jetzt den Udo hast, wenn der in dir auftaucht und der kommt dir unendlich, ich sage nicht einmal gescheit, weise vor, voller Wissen. Ich sage, wie viel Wissen muss dann der haben, der sich jetzt den Udo ausdenkt, diesen Wissen den Menschen. Aber bist das nicht du? Drum beginnt mein Spiel mit Ich bin du. Bin nicht da, um dir zu erklären, wie genial der Udo ist oder Gott ist. Wie genial muss der sein, der diese Dinge in seinen roten Kopf erschafft. Den Schuh wirst du dir anziehen müssen bleiben. Irgendwann einmal hier und jetzt. Weil wenn ich ihn dann auftauche, ist er eh immer wieder, dann sage ich, dann bist du ewig. Wenn du mich entsprechen hörst, bist du ewig. Ob dir das passt, ob du das glaubst, spielt dabei keine Rolle. Das ist dann die Fischer-Metapher, das dann anbeißen, dann hole ich ihn ran und wenn er sich noch wehrt, weil er zu sehr noch in diesen ausgedachten Meer als Fisch bleiben will, F-Fisch heißt ja eine Facette, die Gestalt annimmt, dann gebe ich dir wieder Leine. Und Hochglanz-Klavierlack haben will, dass das 5600 Mark die Lackierung kostet. Für die zwei Wochen. Dann sage ich, das muss ich jetzt ja hier, dieser Witz. Und dann sage ich, das sagt er, okay, nicht weil der so gestoppt war. Dann sage ich, das ist die normale Lackierung, hat 800 Mark oder was für die zwei Wochen, die 5600 Mark. Dann sagt er, wenn du einen Dosendorfer kaufst, ist ja Klavierlack. Es gibt Hochglanz-Klavierlack. Kostet jetzt was 15.000 Mark Aufpreis. Das ist Klavierlack, aber Hochglanz, das ist ein Fach, wusste ich damals auch nicht. Das sind nämlich 10 oder 15 Schichten. Das heißt, es wird geschliffen, dann wird schwarz lackiert, dann kommt der Klarlack drüber. Das ist das, was die Normalen machen. Und Hochglanz ist, wie wenn du in einen Spiegel schaust. Die Spiegelschicht ist ja hinten, diese Spiegel, die, wenn ich immer von Oberflächenspiegel bei Lasertechnik reden will, musst du wissen, Laserspiegel für Laseranlagen. Das sind Oberflächenspiegel. Das heißt, das, was spiegelt, ist ja nicht das Glas, das ist das Problem, sondern da ist ja früher, wo der Quecksilberschicht drauf macht, ist ja irgendeine Silberschicht. Das ist der Spiegel. Und wenn du einen Laser hast und du würdest das hin aufs Glas draus machen, der Brechindex von dem Glas, wenn du mit dir einfallen, das bricht das ja, wirst du viel verlieren. Beim Laserspiegel, bei den kleinen für Laseranlagen, da ist die spiegelnde Oberfläche vorne aufgebracht. Das heißt, es geht direkt ohne Brechung, geht es wieder weg. Aber es ist extrem empfindlich, wenn du hinlangst. Du darfst dich nicht anfassen, weil das sofort weggeht. Das ist nicht fest. Darum macht man beim Glas die Spiegelschicht hinten drauf. Und wenn wir einen Eckspiegel machen, haben wir immer das Glas reflektiert und dann siehst du auch die Kante. Und ich sage bei den Eckspiegel, wo du dich nicht spiegelverkehrt siehst, da kannst du dich jetzt aber noch erinnern, wenn ich das mit zwei Oberflächen spiele, hat der Toni gebaut, war ein Schweinesteuer, dann kannst du die, wenn du die aneinander schickst, die 90 Grad, die siehst du die Kante nicht mehr. Weil du siehst ja nur die Kante durch ein Glas, das ist in jedem ersten Moment. Und wenn du da reinschaust, das ist wirklich irre, du schaust in den Spiegel rein und du siehst dich im ersten Moment, bis du dir die Haare rausschneidest und wird gespiegelverkehrt und du sagst, oh, da stimmt was nicht, weil du die Tiefe gar nicht kriegst. Das ist ein ganz normaler Spiegel, der nicht spiegelverkehrt ist. Okay? Und bei den Hochglanz-Klavierlack ist, dass der jetzt 10 oder 15 Mal auf dieses Schwarz ein Klarlack drauf macht, dann wird es geschliffen, dann kommt nochmal der Klarlack, dann wird es mit hochfeinen Schleifgeräten glatt, mit einem 1200 oder 1400er Schleifpapier geschliffen und dann bauen sich die Lackschichten auf, als wenn da das Ding mit Glas überzogen ist. Und das wollt ihr bei der Box haben. Aber das war jetzt nur nebenher, da kann ich mich bei ihm noch erinnern. Und dann kommt der und sagt, die Anlage klingt scheiße. Und dann muss ich kommen. Und da war das, weil das eine große Altbauwohnung war, die war recht hallig. Und jetzt habe ich nur bei dem speziell, musste ich Reflektoren rein. Um das einigermaßen hinzukriegen, dann war er happy. Dann habe ich in Mülheim an der Ruhr habe ich einen gehabt. Der sagt, das ist Katastrophe. Und dann sagt, muss ich kommen. Und dann gehe ich rein. Wir haben ein Messgerät und der hat extreme Resonanz gehabt. Im Raum selber. War so ein mulmiger Bass. Dann habe ich gesagt, da muss ich was berechnen. Und Bassball gibt es ja für Tonstudio. Wenn man die Akustik optimiert, es gibt ja Akustik.
Logistikfachleute kann man dann kriegen, von normal auf die Säcke. Damals jetzt rein in den Raum zu optimieren, der hat eine ganz dröhnige Resonanz gehabt im unterbereiten Frequenz, was ich nochmal. Und er hat gesagt, ich schicke ihn am Bauplan. Pass auf, was die Sache war. Die haben ja alle Hörräume. Die haben sich einen Stuhl, wie du sagst, die zwei Boxen zum Hinsetzen und Hören. Das geht erst einmal, was das anbelangt, dass du in den Dreieck sitzt. Bloß gespiegelt, das ist der Tetraederspiegel. Bei meiner Alien ist ja schon der Tetraederspiegel mit drin. Wenn du das siehst, wo man das jetzt dreht, ja, du bist die andere Seite. Und jetzt ist interessant, dann habe ich gesagt, pass auf, du gehst jetzt zum Schreiner und dann lässt du dir eine Kiste zusammenleimen und zwar ganz normale Stahlholzplatten mit einer Stärke von 8 mm. Und zwar, Maße waren ungefähr 1,40 Meter lang. 40 cm breit und 80 cm Meter hoch war die ungefähr. Das sollen die Dinge mit Leisten versteift, komplett einfach zusammenleimen mit Leisten, dass das Ding fest zu ist, mit dieser Wandstärke. Und dann lässt du dir oben in die Kiste, lässt du dir oben, ich glaube, 25 cm zwei Löcher reinschneiden. Und dann holst du dir beim Holzlager, holst du dir das Vlies, das im Holz da drin ist, und du bloße die Kiste voll machen mit dem Vlies. Und dann stellst du die, ja, hinter den Stuhl, hinter dir, vorne stehen die Boxen, hinter dir schiebst du das an die Wand. Das ist eine Bassfalle. Das heißt, es saugt genau diese Resonanz aus dem Raum raus. Das habe ich gerechnet. Und der sagt, der ruft mich an, der hat das Bauwerk, der sagt, das ist der absolute Wahnsinn, das ist eine komplett neue Anlage. Es ist sowas von clean und sauber, weil das ist immer das Problem. Der Raum ist extrem entscheidend. Weißt du, Roman, wenn wir was echt haben wollen, du musst nur, ich habe 89, ein bisschen über Anlage stehen, wenn ich jetzt in die Hände klatsche. Lass uns bloß da reingehen, wenn wir jetzt da durchlaufen und klatschen in die Hände, dass du verstehst, das Klatschen sind überall anders. Nur anders, in dem Raum anders, weil ein extremes Parameter ist der Raum lang um dich herum, der verändert auch die Stimme. Jetzt haben wir die Mühe gesagt, wir haben gerade nur von der Klangfarbe gesprochen. Stimme, trocken, ohne Raumklang, es misst sich der Wiedergaberaum dazu, Box, direkte Abstrahlung, misst sich der selbe Wiedergaberaum dazu, du hast immer Reiz, also Originalklang plus Raumklang kommt hier an, Originalklang plus Raumklang kommt hier an, und jetzt kann ich nur mal stimmen, ich habe mich jetzt erstmal für die Klangfarbe interessiert. Das ist die Farbe und der Mühe, das ist Stimme. Und Stimme ist jetzt noch keine Höhe, kein Bass, aber das ist einmal der erste Anfang, dass ich auch mit Kunden und die Klangfarbe. Den Raum lang umzubringen, dass der dreidimensional wird, das wirst du mit deutlicher Raum in einem solchen Inhalt schaffen. Ich merke selbst mein. Moment mal. Der Stefan Fuß, ist ein Name, der Blinde, der hat Bücher geschrieben über Schlagzeug übrigens, weil der sehr musikalisch war, blind dann noch. Der hat in einem Studio immer beim Abwischen mitgeholfen. Und dann haben die gehört, dass ich so gute Anlage baue, so ist der zu mir gekommen. Und dann führe ich ihm das vor. Und selbst der, obwohl der Fledermausohren hat, dem ist diese Echtheit der Anlage am Anfang mal nicht aufgefallen. Weil er so viele Stunden in einem Studio vom Monitoring gesessen ist. Und wenn du, sobald du meinetwegen in einen Laden reingehst und du machst dir Gedanken, welche dieser Fernseher ist, hat das echt der Bild. Und der stellt sich auch dann vor. Dass das erste Mal der Fernseher ist und mit dem nichts zu tun hat. Und sobald ich dir verschiedene Boxen umschalte und du machst dir jetzt Gedanken, welche Boxen ich stecke, hörst du schon den Klang von Boxen? Ich sage jetzt konzentriere dich auf das, was du hörst. Na, was du sagen, jetzt höre ich einen Kopfhörer, jetzt höre ich eine Autoanlage. Jede Autoanlage klingt anders, aber jede Autoanlage klingt nach Autoanlage. Jetzt hörst du einen echten Menschen. Wenn jetzt der Alex spricht, hörst du auch einen echten Menschen. Der klingt ganz anders wie ich. Aber es ist ein echter Mensch, die Stimme von einem echten Menschen. Es geht nur um echt, nicht um Geschmack, da kann man auch sprechen. Und die Autoanlage, jede Autoanlage klingt anders, aber ich sage, das ist eine Autoanlage. Und sag, der kleine Trick gibt dich schon. Und jetzt ist es so, dass wir halt das Problem haben, dass die Wiedergabe so schlecht oder so gut ist wie das letzte Mal. Das heißt, es fängt bei der Schallquelle an, über den Aufnahmeraum konservieren und das wird jetzt nochmal in den Wiedergaberaum reinstecken. Das, was die Box macht, wenn ich jetzt von XY-Stereo plus zwei Boxen oder Kunstkopf hinstelle, ich habe ja auf der Aufnahme die Klangquellen plus den Aufnahmeraum drauf und jetzt schnitt ich das in den Wiedergaberaum rein, dass ich ja
ein zweites Mal den Wiedergaberaum akustisch dazu. Ich kann das Handy gleich schon mal reingeben. Und da habe ich festgestellt, die Problematik ist, du kannst ohne weiteres einen großen Raum, wo normal Musik aufgeführt wird, in einen kleinen Raum rein, von den Halbseiten reinstehen. Das geht sehr gut, das mache ich ja. Was niemals geht, dass du einen kleinen, trockenen Raum in einen großen Raum wiedergibst. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt das mache, du machst jetzt schon, wenn du blind hast, diese Akustik, das kann man lernen. Hören, lernen, hier Blinder, der mit den Ohren sehen muss. Du wirst diese Zeiten, mein Stefan, mein David, da wirst du jetzt genau hier das, der baut sich in seiner Vorstellung auf, obwohl es nicht Sinn hat. Wenn der jetzt da wäre, der sagt zum Beispiel hier nochmal einen blauen Himmel, du hast wirklich nicht gemerkt, dass der blind ist in den normalen, obwohl er nie das gesehen hat in seinem ganzen Leben. Was für mich jetzt interessant ist, wie ich anfange, den Holophilen zu erklären, ich habe ganz wenige Menschen gehabt, komplexe Vorgänge so schnell begriffen hätte wie der Stefan. Ich habe da einen Spiegel drin mit der Hände, so ich stelle dir vor, da ist jetzt ein Licht. Dann habe ich dieses hier gemacht, okay, weil kann es mir nicht sein. Und der hat es so schnell geschnallt und was nicht geht. Und das war dann auch immer, wo du sagst, warum ist das so? Und dann habe ich meinen Computer nochmal. Das Beispiel wäre das, wenn du einen Prozessor-Computer hast, wenn du weißt, wie viel Energie der Prozessor braucht, um das Bild aufzubauen, das Spiel braucht Kaffee. In dem Moment, wo ich sage, die Verabredung ausschalte, wird so viel Rechenkapazität frei für andere Sachen. Mein Beispiel mit Max Dachmann, Augen auf, es ist 3 Uhr, du machst die Augen zu, du grübelst, du machst die Augen auf und es ist 3 Uhr. Und du würdest schwören, dass mindestens eine Stunde über das noch in der Zeit drin ist. Da ist die Erklärung, sobald du die Augen aufmachst, in dem Moment schaltet sich die Grafikkarte aus. Und die nimmt dir Rechenfrequenz. Das hat nichts mit Zeit zu tun und dann machst du die Augen zu, jetzt grübelst du wieder und du hast beim Umschalten niemals das Gefühl, dass du Zeit zu kriegen. Das sind ja Rezepte schön. Habe ich alle schon selbst Gespräche gemacht. Das ist der Grund, weil die Grafikkarte nicht ist. Die Erklärungen, das kommt mit reiner Beobachtung, das ist immer mehr nicht. Du machst dir keine Gedanken auf den Weg, du legst es und lässt dich überraschen. Lass die Veränderungen geschehen. Auch wenn du jetzt was in der Richtung veränderst, mit deinem Logik momentan nicht, haben wir auch meine Willi. Es ist so, aber ich lasse das loslassen. Also mach dir deine Zeit Gedanken. Man wächst drauf. Und wenn man eine Grundstelle ist, dann kann man auch das Land mit einem Mädchen. Wir können jetzt, wenn du möglichst, kann ich dir das Prinzip erklären. Und du kannst es durchaus rein intellektuell verstehen, aber du wirst es nicht akzeptieren, wenn mein Käffchen jetzt hier, die Nele von der Holger, mein Käffchen, wenn du mit 18 das erste Mal verbracht bist, da kannst du nicht sagen, das ist was waren jetzt eigentlich für Metaphern, die du angeschnitten hast? Kleinfeld mit Timpum und Drum. Du hast es angeschnitten und dann hast du es übersprungen und wir haben es die ganze Zeit aufgezogen. Wo war das? Was ist nochmal? Der letzte Vortrag in Kleinfeld. Ja, was? Angeschnitten, aber nicht weitergekommen. Dann machen wir es vielleicht weiter. Du hast irgendwie gemeint, das ist das Gleiche mit den Impfungen. Da sind ja viele dagegen und so, aber ich kann da auch wieder ein Gegenbeispiel lernen und dann bist du wieder gesprungen. Richtig, ja, was willst du jetzt da speziell wissen? Einfach die Metapher, das Beispiel, vielleicht was das Lehrreiche. Das Lehrreiche besteht erst einmal darin, dass du wirst immer ein dünnes Abzipfelchen sein von der Theorie. Ja. Theorie heißt Sichtweisen, die du nachklapperst. Du verwirklichst, du bist der Computer, nochmal, du bist der Computer. Das symbolisieren wir jetzt und du brauchst, um Bilder zu machen, brauchst du ein Betriebssystem und du brauchst Daten. Okay? Und die Daten und die Software, die du zum Denken brauchst. Das ist so. Und du hast jetzt alternativ durch das Internet, du sagst Internet ist gerade ein Wort für Gott, das heißt nicht außer mir, das kommt alles aus dem Internet, die Stufe ist, die unterste Ebene ist in der York. Das ist die Grundlage, ist das, was du aus dem Internet rausholst, auf deine Festplatte. Im Internet sind Milliarden von Büchern, du hast jetzt erstmal eigentlich auf der Festplatte. Wenn du es auf der Festplatte hast, kommt du noch gar nichts, wenn du jetzt was anschauen willst, musst du irgendeins dieser Teile von der Festplatte in den Arbeitsspeicher holen. Und aus dem Arbeitsspeicher holst du jetzt was auf dem Bildschirm. Wir machen ein Buch. Auf dem Bildschirm hast du eine Seite. Diese Seite
erfordert, dass im Arbeitsspeicher als Daten dieses Buch vorliegt und das Textverarbeiten bei dem Programm, das dieses Buch öffnet und zu einer Seite macht. Er kann jetzt durchaus in die Windows oder in die aus dem Arbeitsspeicher und aus dem Arbeitsspeicher brauchst du auch die Software, brauchst das Programm, wo diese Datei gut zu einer Seite macht. Dass du kannst diese gut laufen, die Dreherrunde. Das heißt, der Arbeitsspeicher ist die Ebene, die unter dir schon da ist, auch wenn du noch dran denkst. Und diesen Arbeitsspeicher, den kannst du dir bewusst machen, was ein Arbeitsspeicher ist. In dem Moment, wo du dir jetzt Gedanken machst, was ein Arbeitsspeicher ist, holst du das, was im Arbeitsspeicher ist, in Existenz. Okay? Gut. Das heißt, wenn ich jetzt immer wieder sage, schau mal bitte die Adresse. Wo war die die ganze Zeit? Jetzt pass auf. Jetzt mach dir bewusst, was jetzt ist. Und jetzt schau in deinen Arbeitsspeicher rein, was dein Arbeitsspeicher ist, das, was dein Glaube ist. Und da musst du schon noch so selbstständig werden, oder was du dir sonst selbstverständlich glaube ich, wenn ich jetzt noch an Alex denke, dass er trotzdem vor mir sitzt. Du sollst dir bewusst machen, dass dein derzeitiger Intellekt dir einen Glauben vorschreibt. Und sobald wir jetzt, wenn ich mache immer ein paar Selbstgespräche, wir skypen miteinander, und dann sage ich, wo war jetzt die ganze Zeit des Programms skypen? Das hat nicht existiert. Jetzt sage ich, es muss aber doch da gewesen sein, rot geschrieben, im Arbeitsspeicher, sonst können wir ja nicht skypen. Sobald ich dich jetzt aber frage, sobald ich das Wort skype ausdenke, denkst du an das Programm. Das heißt, es ist selbstverständlich da im Arbeitsspeicher, aber existieren. So eine Information wird es erst auf dem Bildschirm in dem Moment, wo du das denkst. Und diese Arbeitsspeicher, die kannst du dir schon bewusst machen. Das war jetzt sehr genau. Das sind übrigens Sachen, die alle viel von der Zeit gewissen haben. Aber man muss es wiederholen. Du magst es wiederholen. Nicht bei, das sagt man nicht, weil ich nichts Neues wüsste. Wenn es jetzt speziell in dir auftaucht, heißt es nicht, dass es in den anderen in den Kopf kommt. Wenn du jetzt meinst zum Beispiel, dass der Roman, dass das der Alex auch hört oder die Andrea hört, dann wird es für dich so sein, weil du denkst nicht zu Andrea aus, die auch den Udo hört. Interessant ist, das ist nämlich so unheimlich logisch, wenn du die jetzt fragst, hörst du auch den Udo, weil die dann natürlich sagen, ich höre den Udo. Das ist geil, ne? Aber der Witz ist nicht, dass der Gedanke Andrea deine Information meine Information von dir kann nicht hören. Das ist, jetzt weißt du, wo das Gefängnis ist? Da hältst du gar nichts. Das ist immer nur den Traum erlebt, nur der Geist, der träumt, und als träumender Geist hängst du zuerst einmal in der Rolle, in dem wäre das System fest, dass in deinem Arbeitsspeicher ist, dieses blaue, das läuft. Und dann erlebst du die Welt von Alex, und dann taucht der Roman nochmal auf, oder der Udo auf. Du, Geist, bist immer im System von Alex, wenn das Programm läuft, eigentlich kannst du rum und durch. Alles mal, das sagst du mal den Körper, aber das ist die Sache mit dem Beamer, mit dem Programm, das ist immer jetzt. Das, was du immer mehr alle wieder reißt. Und dann werden die Probleme, die man durchaus empfindet als träumender Geist, diese Gefühle, wenn man auch schafft, von dem Programm unterreifen, wo du bist. Denk, du hörst Geräusche, das, was du auf den Geräuschen machst, hängt zuerst einmal davon ab, wer du zu sein glaubst, das hast du nicht überlegt mit dir los, ich lese mal deine Augen als Beispiel, und auf welcher Seite. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Seite 10 bin und ich sage, denk mal an deine Küche, wirst du an eine andere Küche denken, wie wenn du auf der Seite 40 bist. Geh mal davon aus, dass du nur mal bei den Eltern wohnst. Und das ist alles, wenn du die Gedanken bist. Wir wollen nichts verändern, wir wollen schauen, wie wir funktionieren. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst und nicht, was du glauben kannst. Was ist von dem Leben, was ist. Und da muss man sehr präsent im Jetzt bleiben. Und den Rest so, ich mache dir keine Gedanken in deinem Leben. Das ist gut so, wie es ist. Wenn du mit Ortstein alt wirst, wirst du sehr dankbar sein, dass du das alles erleben möchtest. Selbst wenn du in der Mitte drin steckst und machst, das ist ja scheiße. So. Mit den Wünschen, das kriegt man alle mit. Ich führe ihn in den Sackgassen. Alles klar. Aber komplett auch. Das ist wie beim Liebeshilfen. Du musst es einfach. Ne?
Aber mit dem Problem kann man doch leben, oder? Mit dieser Liste. Ich habe jetzt nur schmunzeln müssen, Ich hab's wahrscheinlich nicht gehört. Du schaust aus wie der Wissenschaftler aus Jurassic Park. Ja, stimmt. Das ist auch, pass auf, das ist jetzt Wortfall, was ich jetzt sage. Wenn einer hier ausmacht, das mit einem einverstanden. Der das jetzt sagt, der wird dir ausdenken. Der hat sowieso keine Ahnung. Der mit allen und jedem einverstanden sein muss, ist die Quelle. Das Meer, das einfach, das war heute schon, da müssen wir wieder, weil ihr später kommen seid, die Frage, der Holofilm, der Neugierige, Gott, wir müssen zuerst einmal definieren, was das Gott Gott in der Form verstehen muss. Und wenn du jetzt Gott als einen Schöpfer setzt, dann ist immer wieder die Frage, dann ist der Schöpfer für ein Gedicht zum Beispiel das Niedergeschriebene oder Gutgeschriebene. Aber da ist dir klar, dass der Schöpfer, der diese Farbe, diese Worte aus Papier bringt, mit Sicherheit das nicht erschaffen hat. Das ist nur ein Glied in einer Kette mit der Hand, so wie es oft erzählt. Oder wenn ich jetzt ein Buch habe, ist der Schöpfer von dem Buch, zumindest jetzt von den Zeiten, wo das, als magischer Vergangenheit, wo das gedruckt wird. Ich kann nicht sagen, Gott ist der Schöpfer. Jetzt, das ist einmal eine Sache, das hast du sagen in der Jutze. Jetzt sage ich, Gott ist die Energie, die diese Form, die 200 Gramm Jede, dann musst du feststellen, aber die Jede erschafft ja mit ihrer Form. Dann glaubst du irgendwann einmal die Brennende. Und wenn du jetzt sagst, ich bin mit allem einverstanden, das ist eine Figur in deinem Traum, das ist sowieso schon wieder, der liegt sowieso, solange der noch dieses Ich hat. Der mit einem einverstanden sein muss, ist der träumende Geist. Ihm bleibt ja gar nichts anderes über. Wenn du träumst, kannst du dir nicht raussuchen, was du träumst. Okay, für dich nochmal. Aber alles, was du denkst, nochmal. Ist so, wie du es denkst. Und da du jetzt als träumender Geist auch bloß ein Gedanke bist, muss der das denken, was er träumen muss, damit er eine Freiheit. Das heißt, in der Ebene des Ausgedachten, in der Form, in der Ebene der Existenzen gibt es überhaupt keine Freiheit. Weil alles, was existiert, hat eine Ursache, nämlich den, der sich das ausdenkt. Wie ist es im Träumen im raumzeitlichen Sinne? Also da gibt es auch diese luzide Träume, wenn man im Traum wach wird. Alles schon wieder Gedanken. Und ein bisschen was steuern kann. Was meinst du, was jetzt ist? Du hast doch nicht gedacht, was du jetzt machst. Also, eine Figur in einem Raum kann weder wach sein, solange du dich mit deinem Gedanken oder dir selbst verwechselst, was du von dir oder vor. Das heißt, du musst, und jetzt kommt die Spiegelung, du musst im wahrsten Sinne des Wortes das erste Mal neben dir stehen, um dich selbst beobachten zu können. Die materialistische Idee, wenn man sagt, der steht daneben sich, manchmal, der ist nicht ganz wach, sondern es ist alle, die gute Filme machen, sind sowieso bloß Spinner. Das ist der Weg, ist das. Wenn du irgendwo stehst, dann erst da kannst du das, was du zu sein kannst, beobachten. Oder wo ich immer wieder sage, den hat sie in Vogel raus. Das habe ich ja erklärt gestern. Da musst du zuerst mal wissen, der Vogel, VGL ist die Welle. Wenn sie den Vogel raushaut, dann stellt sich eine Welle vor. Das Symbol geht so gut, wenn man das versteht. Aber das ist einfach, lass es doch laufen. Das ist, nochmal, ich erkläre dir, was du bist immer. Was hat der Känguru in Australien, ein Neandertal in der Steinzeit und der Alte Gang gemeinsam? Der sieht das jetzt aus. Du bist als Denker letztendlich die Quelle und das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Nein, danke, ganz nett, danke. Du bist die Quelle für alles, was du dir ausdenkst. Das musst du akzeptieren. Richtig, und jetzt kommt immer wieder, dass du als Denker, das ist jetzt ein ausgedachter Denker, dann ist die Frage, die ich immer sage,
wenn du jetzt, du bist nicht der Geist, der mich jetzt, ich gehe wieder auf meine Ursprung zurück, der Geist, der mich nicht überspringt, der jetzt diese Rolle hört, die sich auch an Lüge ausdenkt. Du Geist bist auch dann doch, wenn du nicht an der Lüge denkst. Und mir geht es nur um den. Und du bist auch dann doch, wenn du nicht an den Lügen denkst, der du jetzt so sein kannst. Das ist so. Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, dann braucht er ein Gefühl in dir. Das war aber die meiste Zeit jetzt auch. Wenn du dir deine Nase, sag immer nur, wenn du es denkst, dein Ohr. Ja, die müssen auch da drin sein, kann man wieder so denken, weil die nicht hören. Sonst hätte ich ja nichts gehört. Das ist die Ohren hören. Du hast ausgedacht, das hört nichts. Nichts, was du denkst, könnte Schmerzen haben oder etwas wissen. Immer wenn du an jemanden denkst, das ist ein Gedanke. Und Gedanken, die gedacht werden, können bloß von dem verändert werden, der sie denkt. Jetzt ist aber der Denker, von dem wir jetzt reden, ist auch ein Gedanke. Weil da muss ja mal drüber sein, dass ich den Denker ausdrücke, dass er den Gedanken anschaut. Und jetzt habe ich schon erst mal verstehen, dass das ausgedacht ist, immer zu passieren. Ich muss, um dir das zu beschreiben, Worte benutzen. Ich sage, egal was ich dir beschreibe, das, was ich dir erklären will, wird durch jedes Wort, das du jetzt hörst, zerstört. So, jetzt versuche ich dir die Stille zu beschreiben. Ja, Stille. Jetzt wirst du feststellen, in dem Moment, wo wir Stille dir beschreiben, denkst du an das Wort Stille und Stille ist Lärm. Die Stille selbst ist auch etwas, was du nicht hörst. Und du bist etwas, was nicht gedacht werden kann, aber wenn ich von dem rede, dann muss ich immer etwas reden, was nicht gedacht werden kann, aber ich habe es doch gedacht. Das klingt jetzt so unendlich kompliziert und das hören wir nochmal so. Es ist eigentlich so logisch. Das ist schon andere Logik, wenn du sagst, es ist so logisch, weil es ist ein Aufwand. Nächster Fehler, wenn du sagst, warum ist das noch nie ein Aufwand, denkst du jetzt an irgendwelche Gedanken, kann nichts auffallen. Du kannst dir jetzt welche denken, wenn dir das auffällt, dir Geist, dann kannst du dir welche denken, wo du dir denkst, der weiß das ja. Obwohl es dann trotzdem nicht weiß, was du so Gedanke ist, der wird dir bloß erscheinen, weil du ihn dir so denkst. Und was, wie kann man solche Gedanken definieren, ob die dann, die kommen ja nicht von Roman, wenn nicht sowas wie gestern Abend wusste ich halt, dass wir heute anstatt um 12 mit Sicherheit schon in der Früh fahren. Alex, schreib mir dann irgendwie abends. Und du meinst jetzt, wenn du ich bist und du beobachtest, verstreust du deine jetzige Information schon in Raum und Zeit. Ja. Und es sind ständige Wechselbewegungen jetzt. Das heißt, du musst wirklich einfach beobachten, schauen, was jetzt da ist. Als Information feinstofflich ziemlich wahrgenommen und dass jeder Gedanke, den du denkst, jetzt zerstört den bestehenden Gedanken. Und jetzt klappert es so raus, gestern Abend, der große Witz, und jetzt musst du immer schau in dich rein und dann wirst du jetzt erst einmal demütig akzeptieren müssen, dass deine Gedanken, die du hinstreust, die sind für dich auch nicht dort, wo du sie dir hinlegst, wo du sie dir hinlegst. Auch die Chronologie. Das ist das Einzige. Und das wird sich noch lange, lange bewegen und irgendwann einmal kommst du dann wirklich, wo die Weisheit bekommt. Und du musst der Erste sein. Das heißt letztendlich, du musst dich werden. Und beginnt das ganze Spiel, ich bin du. Das wird dann zu viel. Da ist nicht der Gegner. Es geht nicht um Roman und um Alex und um Udo, gar nicht. Es geht letztendlich nur um den, der sein Haupt ist. Das Spiel hat man alleine. So Eigenart, wenn man jetzt hier die Blöden macht. Es ist immer genauso Gedanken gekommen. Und du bist jetzt relativ neu, aber die sind ja schon länger dabei. Das sind so unterschiedliche Charaktere, Menschen und Altersklassen. Und trotzdem ist heute hier ein Schlüssel, einfach ein paar Parameter geworden. Man erahnt es nur. Es sind so unterschiedliche Menschen. Aber das eine, und das ist das Interessante, weil da die Ahnung ist, dass wir eigentlich alle irgendwie auf einer höheren Ebene der eine sind, der uns ausdenkt, aber eben, solange du in der Personifizierung des ganzen Rassismus und der des Systems und Filtern erkennt, der Rolle mit dem Programm unterstützt. Klingt so kompliziert, aber lass gib dir mal ein paar Jahre. Das klingt eigentlich gar nicht kompliziert, aber bis ich da oben mal gesetzt hat, dass ich es auch nutzen kann. Das ist halt das ist halt das immer noch ein Rollen. Das hat mich wirklich nicht verstanden. Ich glaube, wenn jetzt mit eurer Natur, du kannst dich jetzt reinsteigen am Ende, dann ist man enttäuscht. Enttäuschung ist immer, dass du dich vorher getäuscht hast. Das ist diese Erwartungshaltung da und dann meint man, und es kommt dann auch ganz anders wieder nach. Ich habe schon damals schon gedacht, jetzt muss ich sogar die Musik loslassen oder die Band. Hat sich so runter
so, oder? Ja, das schon. Ja, das ist frustrierend, ne? Und man hat doch immer irgendwie trotz allem, obwohl jetzt gehe ich mal davon aus, mit dem Homophilen in dir drin, so wie ich jetzt mit meinem Alex ausdenke, auch immer wieder, wenn man Musik macht, man immer gewisse Anerkennung mit drin, einen gewissen Erfolg. Und es ist halt die Zeitqualität, die Leute sind so, die Stars, die aufgebaut hat. Das ist halt mittlerweile auch Programm. Jetzt wird das gehypt und dann ist es wieder weg. Da gibt es auch immer Glücksverbleibe nur, weil es einer in der Hitparade zum Beispiel wieder auftaucht. Ich finde immer wieder Überraschung, ich finde diesen kleinen Rahmen extrem erfolgreich sein. Im kleinen Rahmen. Da muss man halt dann dingeln, aber das ist unendlich viele Möglichkeiten. Und dann ist es dann wieder, kann man sagen, ist es dann erstrebt hier, dieses klassische erfolgreiche Schema. Da kann ich nicht so viele Facetten aufsetzen, ja. Und dann sagst du, das ist nicht so. Ich habe sogar irgendwo Angst davor, also wenn es jetzt zu erfolgreich werden würde, bei den Fernsehen, weil ich weiß, wo das ist, dass man da Polarität leben muss. Ja. Das ganze Rockstar-Leben ist immer irgendwann alle. Sehr, sehr kaputt. Du bist natürlich die Stones, weil die sind ja ein lebendiges Phänomen. Das kann es eigentlich gar nicht tun. Wenn ich jetzt mal wieder mit meinem ausgedachten Wissen, was die sich drogen in ihrem Leben, was die wirklich noch so dastehen, das ist ein Wunder. Oder? Da gibt es diesen bekannten Zeitungsartikel, der geistert schon seit ein paar Jahren durch Facebook und so. Die Stones, man sieht einen Jagger und einen Richards und drüber steht die Nacht der lebenden Toten. Unglaublich. Unglaublich. Das ist halt Polarität. Aber wenn du clever wirst, was du, wenn es dir mal um den Frieden geht, magst du immer so mal wieder, wenn ich dir sage, das mit dem Charisma war ja niemals geschehen, wenn ich jetzt mal wieder chronologisch 25 Jahre, wenn ich mir eine mehr anschaffe und wollte, ich sage immer meine 100 auf, ich sehe die großen Masse, was da kann, ist, das ist eine minimale Fluktuation, da kommen ein paar neue dabei, ist niemals bestehen. Hier mit dem Helmut heute, ich sage, hat die den Mund? Du musst nur einen überzeugen, nämlich den, der du bist. Hat er alles ganz anders. Da hast du schon, dass du hier mit dem Sekten oder alles ganz kurz gemacht. Und wenn dir klar ist, ich habe ja in Inningen gesagt, ich nehme den Weißbuch-Vortrag und mit den Zeitungsbuch. Das gibt ja, wenn du jetzt ins Internet gehst und kurz reingehst, was du feststellst. Früher war das schlimmer, bei Holofeeling, dass jetzt was Sekten haben, wenn man bloß diese Sektenzeit auf Facebook ist, dann, wenn man wirklich einmal nachfragt, die wissen ja fast nichts, und dann wirst du feststellen, da gibt es nichts. Du kannst nachforschen. Und es bezieht sich dann fast alles auf diesen Zeitungsartikel, die nach Weißbuch-Vortrag, der immer wissen, wirklich vorhin bis vorne gelogen ist. Und was mir dran gegangen ist, will ich ansprechen, weißt du, wir sind immer eine Zeit, wo wir Wissen rausziehen. Die Vorstellung hat sonst noch ein und das ist es, jeder verwirklicht das, was er tut. Machen wir mal CO2-Lüge. Wir machen Befürworter und Gegner. Und ja, da gibt es auch Nobelpreisträger und da gibt es auch jeder, der das erzählt, kann man spielen, hat das aus dem Internet raus. Dann die Tabellen, die man verändert hat, jeder plappert noch. Es gibt keine Internetseite, wo ich dir dann eine andere Seite zeige mit anderen Lehren. Dann ist das menschgemachte CO2 so 0,02%, die anderen sagen 1,2%. Und jeder greift irgendeine. Und jetzt merkst du, was ist das hier ein Wahn in der Welt der Vorstellung? Hör auf mit den Scheiß, das ist uninteressant. Was ist jetzt noch? Mein Politiker, den ich mir ausdenke, der hat sich verfügbar über das Bewusstsein, dass ich nicht zu jemandem, den ich jetzt denke, vorwerfe, dass er so ist, wie ich mir jetzt denke. Da mache ich mir Gedanken, was ist die Quelle, dass ich mir das so denke? Ja, habe ich gehört, ich kann es mal. Und wenn du das hast, dann wieder du spielst deine Rolle leider. Und dann wirst du merken, es ist nur Stress, weil es nicht kann, muss man nicht wissen. Das umso mehr mein Erfolg wächst, wie bei dir. Da muss ich jetzt sagen, als bösen Idee, und ob das jetzt verstehen, wenn ich den Weg schon gelegt habe, der Bücher und jetzt natürlich nicht der Ruder, das Fest von mir von vornherein. Ja, was du meinst, mein Kind ist in der Riesenkirche. Das ist ein Schüler, der lieber
spazieren oder die auf meinen Stand spielen, oder mit meiner Freundin oder mit meiner Frau spazieren. Ich bin überhaupt kein Weg. Ich bin schon lange genug oft gestolpert und abgewartet, weil ich meine, dass ich nicht so gut bin. Du wirst niemals einen Gedanken glücklich machen können. Du kannst dich nicht glücklich denken, so nutzt du nicht. Wenn du mit was sympathisierst, mitleidest, es ist so unendlich sinnlos, die Vermehrung von Leid. Weil Gedanken, von denen ich leiden könnte, und wenn du mit deinen Gedanken mitleidest, sagst du mal, geht es dem ja nicht besser, du vermehrst in deinem Kopf Leid. Und wenn du jetzt aber wirklich verstanden hast, dass der Gedanke eh nicht leiden kann. Und wenn ich immer sage, dein Leben, Holofilmchen, deine Willis, es ist wie das Wetter. Es ist ja immer da, aber die Angst, was ist dir eigentlich Angst, dass du nicht schlecht bist? Denn du kannst nur schlecht gehen, wenn du dir jetzt wirklich denkst, du bist schlecht. Und dann geht es dir nicht schlecht, weil du es denkst. Wenn du die gar nicht denkst, ist dir auch bewusst, dass sie da sind, aber dann muss ich sagen, das kann gar nicht sein. Dir kann niemals bewusst sein, dass dein Willis gut geht, wenn du es nicht denkst, weil du das erfahren zu können, dass du es nicht abfindest. Du denkst dir dann, Willis, du bist doch passiert. Weg, wirklich weg. In der Heiligkeit ist etwas, was überhaupt nicht auftaucht. Was auftaucht, ist nur mehr in der Heiligkeit und trotzdem. So wie die Bilder, die auf dem Bildschirm auftauchen, trotzdem auf der DVD sind, weil sie mir nicht rausholen können. Du hast bald morgen. Ich kann dich manchmal vor mich hinstellen, aber dann bist du trotzdem hier. Sag die doch. Sag die doch. Stimmt oder stimmt? So, Leute. Hallo. Hi, Magdalena. Kleines Schätzchen. Und geil? Ja. Super. Ja, sitzt das, du darfst später nochmal. Ja. Das ist vom Blech, die schwarze Stoffdefekt. Ich habe ja lauter alleinerziehende Väter. Das ist die Kleine, die wohnt im selben Haus. Das ist der Blecki, Blecki Schwarz, Mama im Parteien drin. Und der wohnt im selben Haus wie der Pilz. Und der Pilz ist auch alleinerziehende Vater. Der wird dann vielleicht sein Töchterchen holen. Das wollte ich mal sagen, Schneewittchen. Die sieht auch wie ein Schneewittchen. Und wenn die immer kommt. Ein Schneewittchen? Die ist nicht ein Schneewittchen. Ist wirklich ein Schneewittchen. Das war immer das Thema. Kennt ihr ja von den Selbstgesprächen. Und wenn die jetzt immer kommt, immer der Lachzimmer und nachher sage ich, wenn die Nächste dann kommt, ach, da ist ja das kleine hübsche Mädchen mit dem peinlichen Papa. Macht sie immer so. Das kleine Mädchen mit dem peinlichen Papa. So. Ganz schön warm. Ich muss mal. Ja, ganz schön warm. Ich musste auch.